So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen Gefahr. Ich glaube, es ist Nummer 12. Und zwar die Schrecken der Nacht. Ich habe nämlich, das mache ich häufiger, mal einen kleinen Rundgang gemacht bei den großen Outdoor-YouTubern. In deren Kommentarspalten. Das mache ich immer dann, wenn mir meine Kommentarspalte auf den Senkel geht. So ein bisschen. Und dann gucke ich bei den anderen und stelle fest, oh nein, meine ist gut, meine ist hervorragend. Ja, jedenfalls kann man sich damit auch einen ganz guten Überblick verschaffen über die Sorgen und Nöte der Menschen, die sich für Natur interessieren, abseits meines Kanals, also außerhalb meiner eigenen Filterblase so ein bisschen. Das kann nie schaden, wenn man sich da mal umhört. Und da stelle ich fest, dass es wohl einen Haufen Leute gibt, gefühlt zumindest, die das Problem haben, dass sie sich zwar schon einen Haufen Ausrüstung gekauft haben, aber jetzt nicht sich trauen, im Wald zu schlafen. Ne? Sich nicht trauen. So, deswegen folgende Hinweise. Ich hätte da einen guten Rat in mehreren Etappen und 4 bis 5 Hauptgeräuschquellen für die Nacht. Also 4 gibt's gratis, die 5. nur wenn ihr lieb seid. Gut, erstmal der gute Rat. Der gute Rat besteht darin, wer hat denn gesagt, dass man als allererstes irgendwo mitten im Wald alleine schlafen muss? Das muss ja nicht sein. Entweder versucht man es zu zweit oder zu dritt, theoretisch. Oder man pennt gar nicht im Wald, sondern daneben, auf einer Wiese neben dem Wald. Im Sommer spät kommen, wenn es kurz vor dunkel werden ist, Schlafsack, Isomatte hinlegen, rein, pennen, morgens aufstehen, wenn es hell wird. Da hat keiner was dagegen, da kann einem keiner was tun. Und dann ist man wieder weg, bevor irgendwer kommt und es irgendwer bemerkt, auch wenn man relativ sichtbar ist auf so einer Wiese. So. Und dann hat man schon mal so einen Rand vom Waldgeräusche mitbekommen. Und dann ist es deutlich leichter, sich an das Draußenschlafen zu gewöhnen, wenn man nicht als allererstes gleich im Wald pennt. Wald ist vergleichsweise deutlich unheimlicher als andere Formen des Draußenschlafens, auf dem Feld zum Beispiel oder sowas. Ne? Oder wenn man mal im eigenen Garten anfängt, kann man auch machen. Ist aber nochmal wirklich ein dicker Unterschied im Vergleich zum Wald. Gut, oder halt eben wie gesagt zu zweit. Jetzt die 4 Hauptgeräuschursachen für Geräusche im Wald, die gegebenenfalls unheimlich sein könnten. Das eine wäre Knarzen. Knarzen kann sein, einfach irgendein Baum, der sich geringfügig im Wind bewegt. Und da ist irgendeine Spannung im Holz. Das bedeutet nicht, dass der gleich umfällt. Überhaupt nicht. Und das äußert sich als Knarz. Und das klingt unheimlich, weil dieses Knarz ja auch gerne mal eben entsprechend von Horrorfilmen verwendet wurde. Nochmal ein Tipp nebenher, ein Gratistipp sozusagen, Bonus-Gratistipp. Guckt bloß die letzten 4, 5, 6, 7, 8 Wochen, bevor ihr vorhabt, im Wald zu pennen, keinen entsprechenden Horrorfilm, der auch nur irgendwie die Thematik Wald anschneidet. Das könnte auch hilfreich sein. Hab das selber mal erlebt, da war ich in einem Horrorfilm im Kino gezwungenermaßen, weil meine damalige Angebetete da unbedingt hin wollte. Und musste danach durch den Wald zum Campingplatz. Ich habe nicht mal im Wald gepennt, ich musste zum Campingplatz. Und ich habe mich nicht durch den Wald getraut. Ich war entsetzt, dass ich mich nicht durch den Wald traue. Andererseits ist 18 Jahre her oder sowas. Egal. Jedenfalls, Knarzen. Überhaupt kein Grund zur Sorge. Niemals. Ne? Niemand, der sich anschleicht, erzeugt ein Knarzen. Jemand, der am Waldboden rumläuft und sei es auch der Massenmörder, der kann nicht einen Baum nur durch Anstoßen. Habt ihr schon mal versucht, einen Baum anzustoßen? Das geht nicht. Da bewegt sich überhaupt nichts. Da knarzt auch nichts. Das geht nicht. Knarzen kann nur natürlich ein Ursprung sein und niemals was Bedrohliches. Und weil es knarzt, fällt so ein Baum auch nicht um. Das gleiche gilt für Knackgeräusche. Ein stehender, lebendiger Baum kann auch mal knacken. Warum? Holz arbeitet. Holz schwindet und quillt. Verändert also seinen Durchmesser, seine Dichte und das erzeugt Geräusche. Ne? Je nach entsprechender Holzfeuchte nimmt es mal ein bisschen zu, nimmt mal ein bisschen ab. Und gerade da es in der Nacht ja deutlich andere Temperaturen gibt als tagsüber, ist dann im Übergang zur Nacht, wenn es dann deutlich kälter wird und insbesondere auch nochmal morgens in die Morgenstunden hinein mit besonders viel Knarze und Geknacke entsprechend zu rechnen. So, Ursache Nummer 2 sind tatsächlich Tiere und zwar kleine Waldtiere. Kleine, harmlose Waldtiere. Denn auch ein kleines, harmloses Waldtier, das könnt ihr ausprobieren, indem ihr mal diesen macht, Waldboden. Jede noch so winzige Bewegung, egal wie klein, von dem Mäuschen, das 15 Gramm wiegt,
erzeugt auf so einem Laub Waldboden hier einfach ein Mordsgeraschel. Ein Laufkäfer, egal was für, Stinkekäfer, Mistkäfer, Hirschkäfer, Junikäfer, Wurscht. Jeder rumlaufende Käfer, der über ein Blatt läuft, wenn er da so drüber marschiert, dann knickt das Blatt ja irgendwann runter und das erzeugt ein Raschel. Und in dieser unglaublich stillen Umgebung des Nachts im Wald ist jedes Raschel tatsächlich sehr gut zu hören. Und dann denkt man sich, oh, ein Raschel. Was das jetzt wohl ist? Ja, in den allermeisten Fällen. Mäuschen, Käfer, sonst was. Was glaubt ihr, warum Eulen nachtaktiv sind? Ja, Mäuse sind es auch. Müssen sie nämlich, die haben einen super schnellen Stoffwechsel. Die brauchen alle paar Stunden was zu essen. Das heißt, die müssen auch nachts raus. Und dementsprechend, da gehen sie nicht so weit und so weiter. Aber sie kommen halt auch mal raus und bewegen sich halt auch mal durch Laub. Und dann raschelt's. Ne? Also bei Rascheln ist überhaupt nichts dabei. Drittens. Es gibt spezifisches Rascheln, auf das man mal achten kann, wenn man möchte, wenn man sowieso wach liegt, weil man nicht schlafen kann, das tatsächlich auf was Größeres hindeutet, was da kommt. Ne? Ich mach mal vor. So klingt ein Mensch. Ja? Mensch. Es ist unmöglich für einen Mensch, in so einem Laubwald, wie ich hier hocke, deswegen übernachte zuerst im Laubwald, da kannst du nicht geräuschlos unterwegs sein. Nicht in der Stille der Nacht. Das ist unmöglich. Da kannst du auch ein Indianer sein. Selbst Winnetou könnte auf diesem Boden nicht unterwegs sein, ohne ein bisschen zu rascheln. Hoffnungslos. Das geht nicht. Ne? Man kann wenig rascheln. Das geht. Damit kann man sich an eine Gruppe rumlärmende Leute am Lagerfeuer anschleichen. Das geht. Aber null Geräusche machen, insbesondere wenn jemand mit Adrenalin zugepumpter Spannung in seinem Schlafsack liegt und auf jedes noch so kleinste Detail hört, weil er nämlich Angst hat, dann ist es unmöglich. Niemals könnte sich ein Mensch anschleichen. Und ein Mensch, der geht, erzeugt ein Raschel, Raschel, Raschel mit jedem Schritt. Und das gilt auch für große Tiere im Hinterkopf behalten. Ne? Und da müssen wir jetzt unterscheiden. Im Wesentlichen die zwei großen Tiere, die es überall gibt, die eine Rolle spielen. Reh und Wildsau, die sind auch nachtaktiv. Gezwungenermaßen mehr oder weniger, aber sie sind es. Reh bewegt sich so größtenteils raschel. Also macht meistens ein solches Geraschel. Ne? Also so einzelne Schrittchen, schon in einer gewissen Regelmäßigkeit. Es bleibt vergleichsweise häufig stehen und macht vergleichsweise große Schritte. Man kann das so ein bisschen raushören. Schwer zu erklären, aber vielleicht kriegt das ja mal mit. Ne? Und wenn ihr merkt, das könnte ein Reh sein, das bewegt sich auch so halb hüpfend fort. Ne? Das geht nicht locker in der Gegend rum. Und das hat so ein leicht hüpfenden, in Anführungszeichen, Gang. Ein Reh ist ja ein Springtier. Das bewegt sich, wenn es sich schnell bewegt, dann springt es sowieso nur in der Gegend rum. Ein Wildschwein hingegen, das macht mehr so ein kontinuierliches Raschel. So ein Peng, wenn man vom Wildschwein spricht. So, und das ist also mehr so ein kontinuierliches. Und es klingt oft, als würde es aus einem großen Gebiet kommen, weil die sind im Rudel unterwegs, die lieben Schweine, ne? Im Regelfall. Das heißt, wenn du also über eine größere Fläche und nicht genau weißt, wo kann man das denn zuordnen, wo ist dieses offensichtliche Schrittgeräuschraschel, das sich auch bewegen sollte, entsprechend herkommt, dann handelt es sich wahrscheinlich um eine Rotte Wildschweine, die bei dir in der Nähe vorbeiläuft. Ja. Das ist per se erstmal überhaupt kein Grund zu Besorgnis, dass du wahrscheinlich trotzdem Panik haben wirst. Davon gehe ich schwer aus. Aber im Grunde ist das total harmlos. Die wollen einfach nur vorbei. Die haben ein Ziel und da wollen die hin. Die interessieren sich einen Scheiß für dich. Im Regelfall. Die wissen wahrscheinlich sowieso, zu 90% Wahrscheinlichkeit wissen sie eh, dass da einer sitzt, liegt, sonst was tut. Da gehen sie lieber mit einem gewissen Abstand drumherum, aber Panik kriegen sie deswegen auch nicht. Und deswegen gehen sie halt trotzdem in die Richtung, in die sie ursprünglich wollten.
Ja, und damit habe ich die Punkte auch durch, weil ich wollte eigentlich Wildschwein und Reh als jeweils einen einzelnen Punkt machen. Das sind also so die vier Hauptursachen für eben entsprechendes Geraschel im Wald. Und die Bonussache für Geräusche, die im Wald auftauchen können, sind dann tatsächlich Rufe von Nachttieren. Aber auch wenn Rufe von Nachttieren, zum Beispiel so eine Uhu, wenn du wirklich mal ein Uhu hören solltest, dann musst du großes Glück haben, ne? Der wirklich Uhu macht. Das klingt schon unheimlich und auch der Waldkauz Uhu, klingt für den Anfang, also wirklich, wenn du keine Ahnung hast von gar nichts und irgendwie da noch zivilisationstechnisch vorbelastet bist, dann mag das vielleicht ein bisschen unheimlich klingen. Ich persönlich freue mich total, wenn der Kauz schreit. Das ist jedes Mal wirklich so ein, oh, der Kauz, toll. Was man auch oft hören kann, ist so ein, also so ein bisschen Raubvogelartiges. Ich weiß, das ist scheiße, wenn ich das nachmache, aber ich habe keine Rechte an irgendwelchen Tierstimmen zum Einspielen. Es gibt Leute, die machen das trotzdem. Die haben da aber auch seltenen Fällen, glaube ich, die Rechte dran. Also ich weiß nicht, ob es die irgendwo auch gratis gibt. Also als Creative Commons Sound, weiß ich nicht. Müsste ich mal suchen. Und dann gibt es noch dieses berühmte Schrecken vom Reh, das kennen inzwischen die meisten. Das ist so ein Bellen, klingt wirklich fast wie vom Hund. Das könnt ihr euch auch googeln. Aber was offensichtlich als Tierschrei zu erkennen ist, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen unheimlich ist, ist in keinster Weise irgendwas, was euch beunruhigen sollte. Im Gegenteil, meistens hat das die Ursache, weil zum Beispiel das Schrecken vom Reh ist ein oh scheiße, hab Angst, hau lieber ab, beziehungsweise hier ist Gefahr, alle anderen Rehe weg. Sowas bedeutet das, sowas in dem Stil. Ne? Das heißt, die haben bemerkt, oh, da ist einer. Und wenn überhaupt vor irgendwas Angst, dann vor demjenigen, der da ist. Ne? Und deswegen ist ein Schrecken vom Reh teilweise auch relativ nah, weil es so nah kommt, dass es dann eindeutig identifizieren kann, hier riecht es nach Mensch und dann eben entsprechend Wuff macht. Ne? So, und das war es eigentlich. Wenn es sonst noch irgendwelche komischen nächtlichen Geräusche gibt, also Regen ist noch möglich, Wind in den Ästen ist noch möglich und ein Ast, der mal irgendwo runterfällt, das ist auch normal. Natürliche Astreinigung von Bäumen, insbesondere wenn ihr im Laubwald seid. Also was heißt ein Ast? Ein Zweig. Ja, alles völlig normal, passiert automatisch, hat überhaupt nichts zu bedeuten. Und achtet einfach, das ist so die zentrale Aussage, achtet einfach auf ein regelmäßiges Raschel, 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 das sich auch noch zu bewegen scheint, dass das eine Laufbewegung, eine Fortbewegungsbewegung ist, ist ja klar. Und alles, was keine Fortbewegungsbewegung sein kann, weil es nur ein einzelnes Raschel und Ruhe ist, kann euch auch nichts tun. Ne? Und wenn es Fortbewegungsbewegungen gibt, dann empfiehlt es sich aufzustehen, Taschenlampe einfach mal zu sichern. Da werdet ihr 99,7% der Fälle ohnehin nichts finden. Und wenn ihr das die ganze Nacht über gemacht habt, ist sie irgendwann vorbei. Und in der nächsten Nacht seid ihr vielleicht etwas weniger paranoid. In diesem Sinne, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.